Ja, willkommen zurück wieder auf der Hofbergmann. Mein Gott, ja. Ich hab den Frosch immer noch im Hals. Ja, wir sind hier frei, fröhlich am Mulchen. Und es geht quasi da weiter, wo wir aufgehört haben. Ich habe mir schon mal ein bisschen angefangen vorher. Mulchen, wir mulchen das jetzt mal eben. Dann hauen wir Dünger drauf und dann wird gepflügt. So machen wir das. Und nach dem Pflügen kommt das Einsehen. Das Drillen, wie man so schön sagt. Mein fester Wille, ohne Drille. Nee, das geht ohne nicht. Das geht nicht. So. Mein Gott. Dass er kalt ist, habe ich doch auch schon mal gesagt. Ne? Was sagt er denn draußen? 13 Grad haben wir draußen. April. Albern. Blöde. Halt. Falsch. Und da habe ich auch was stehen. Da machen wir nachher. Halt. Kunst. Es geht. Also ich habe das seit Wochen schon, dass ich immer diesen so einen Knubbel im Hals. Das ist nicht schön. Gar nicht schön. Katze hier drüber herbrettern, ne? Ich glaube, das ist etwas übertrieben. Ja, gibt es denn sonst noch was Neues? Nee, ne? Nee. Eigentlich nicht. Was könnte ich euch denn sonst noch so heute erzählen? Ein paar Stunden noch, dann ist Wochenende, ne? Für die meisten zumindest. Wenn ich irgendwo im Pflegedienst oder im Einzelhandel arbeite oder so, die am Wochenende auch haben müssen, quasi samstags. Meine Pflegedienste und so wahrscheinlich auch sonntags. Für den ist dann ja schon fast Wochenende. Also war früher mal schön, wie wir auf Montage gefahren sind. Zu Anfang war das ja so, dann hast du eine Zeit gearbeitet, ich sag mal bis 18 Uhr, dann bist du zu deinem Quartier gefahren, das war ja meistens ein bisschen weiter von der Baustelle weg,
Seltenst. Ja, wir hatten, glaube ich, zwei oder dreimal, kann mich daran erinnern, dass das Quartier genau gegenüber lag. Nur 50 Meter weg. Dann ist natürlich zu Fuß gegangen. Aber ansonsten bist du eben zum Quartier gefahren. Dann hast du dich geduscht, dich umgezogen, bist ja entweder da unten, wenn die eine eigene Küche dabei hatten, wo du gepennt hast, ansonsten bist du ins Restaurant, oder sind wir ins Restaurant, was essen gegangen oder auch gefahren, je nachdem. Ja, da hast du dann ein Bierchen getrunken und so quasi das Abendgeld ausgegeben. Von morgens um 7 bis wieder angefangen. Zu arbeiten. Das haben wir später so gemacht, dass wir dann ja normal morgens angefangen haben, aber dann haben wir aber bis abends 11 Uhr so ungefähr gearbeitet, damit wir unsere Wochenleistung zusammenkriegen. Wir wurden ja 8 Quadratmeter bezahlt, beziehungsweise Akkord. Ja, oh, nee, Akkord kannst du nicht nehmen, nach Quadratmeter. Weil ich habe Parkettleger gelernt, das nur zur Erklärung. Und wir haben halt viele große Hallen gemacht im Frankfurter Raum. Im Norden waren wir seltener. Überwiegend Frankfurter Ecke. Frankfurt, Wiesbaden, Mainz und so. Naja, und dann haben wir das so gemacht, dass wir dann eben, wie gesagt, abends länger gemacht haben. Und dafür sind wir dann Donnerstag Nachmittag nach Hause gefahren. Und die Kameraden wurden dann eben zu Hause abgesetzt, beziehungsweise an der Firma. Da ihre Fahrzeuge standen, ihre Privatfahrzeuge, und einer von uns, nachdem ich meinen Führerschein hatte, da war ich das meistens, hat dann den Firmenwagen mitgenommen nach Hause und ist dann freitags eben zur Firma gefahren, hat die Papiere weggebracht, alles wieder eingeladen, was man so für die nächste Woche brauchte, und ist mit dem Firmenwagen wieder nach Hause gefahren. Und hat dann montags morgens die Leute wieder eingesammelt. Manchmal habe ich auch den Firmenwagen dann da stehen lassen. Und dann mein eigenes Auto, wie ich dann ein eigenes hatte, das dann mitgenommen. Aber mit dem Firmenwagen war natürlich besser, dann brauchte ich keinen Sprit bezahlen. Damals, mein Gott, mein Käfer, 5 Euro hast du ja fast vollgetankt gehabt. Das war ja alles kein Problem. Da war die Spritpreise ja noch ganz anders. Der ein oder andere von meinen Zusehern wird sich da vielleicht noch daran erinnern, wie damals die Spritpreise waren in den 70er, 80er Jahren. Ich weiß doch, da waren die Spritpreise für Super auf 2 Mark, das war ja noch D-Mark-Zeiten, 2 Mark 10, 2 Mark 20. Da haben die Leute, die meisten, wirklich ihr Auto nur dann benutzt, wenn sie es wirklich brauchten. Also sprich zur Arbeit gefahren oder wenn sie einkaufen mussten. Ansonsten ist das Ding stehen geblieben. Das haben sie wirklich durchgezogen. Ich meine, so 1-2 Monate, und dann sind die Spritpreise aber wieder drastisch in den Keller gegangen. Weil die Raffinerien, die Ölkonzerne gemerkt haben, dass sie nichts mehr los wurden. Kriegst du heute nicht mehr hin. Genauso gab es damals in den 70er Jahren, da hatte ich selber noch kein Auto, da war ich noch nicht alt genug, gab es ja die sogenannte Ölkrise. Die Ölkrise war in meinen Augen auch eine künstliche. Das war ja, da hatten wir das Sonntagsfahrverbot. Da durfte kein Auto fahren, bis auf eben, ja, ich glaube, Taxis und Einsatzfahrzeuge. Sonst war nichts. Da sind die Leute auf den Autobahnen Fahrrad gefahren, Rollschuh gelaufen, spazieren gegangen. Ich weiß noch, ein paar ganz Findige hier aus dem Nachbarort damals, die hatten, also einer von denen, hier die sogenannte Ente, Citroën 2CV, heißt er ja richtig,
Das Studentenauto, ne? Ente. So, bei dem Auto hattest du den Vorteil, war ja so ein Rolldach, das konntest du komplett runter machen. Und bei dem Auto, den er hatte, konnte man auch die Frontscheibe aufklappen. Dann haben die da ein Pferd vorgespannt und sind damit quasi als Kutsche durch die Gegend gefahren. Also Motor aus, ne, nur Zündung an, damit sie lenken konnten. Und der Lenkradschloss hat nicht einrastet. Und dann haben die sich vom Pferd ziehen lassen und sind damit durch die Gegend geeiert. Ne? War auch nicht schlecht. Und im Notfall, wenn es geregnet hätte, hätten sie das Dach zukurbeln können. Dieses Faltdach. Hätten nur die Windschutzscheibe offen gelassen, hinten am mehr oder weniger am Trocknen gesessen. Auch nicht verkehrt. Ne? Also das fand ich schon ganz witzig. Das war damals auch, weiß ich noch, das war auch in der Zeitung abgebildet, das Foto, wie die da damit hier in Richtung unserer Stadt gefahren sind. Wie gesagt, die kam aus dem Nachbarort. So, wo stelle ich denn jetzt die... Stelle ich denn den jetzt am ungeschicktesten hin? Man muss erstmal draußen bleiben, dann ist das nächste. Hey, jetzt hat halt immer so ein Ziel in der Brust, das ist auch nicht schön. Aber was sagte der Doc? Ja, sie haben da rechten. Ja, das so. Rechte hintere Herzklappe, da ist irgendwie, die schließt wohl nicht richtig oder weiß der Teufel was. Ist aber nichts Lebensbedrohliches, das kann das schon mal zwicken, aber mehr auch nicht. Ja, toll! Hat doch was, ne, wenn man soweit weiß. Ist doch auch schön. Aber ist ja, ne, ich nehme ja alles mit, was umsonst ist. Nur leider kann man nicht alles, was umsonst ist, auch wieder abgeben. Ne? Das ist so ein bisschen... Der Nachteil. Ja, zu machen. Das ist auch vielleicht ein Grund, warum ich in letzter Zeit so Schlafstörungen habe. Das geht zu Ende mit mir. Ja, das wird es sein. Ich habe bestimmt Angst, wenn ich einschlafe, dass ich nächsten Morgen nicht wieder wach werde. Das wäre eine Erklärung. Ja. Eine Nacht schlafe ich, eine Nacht schlafe ich wieder nicht. Meistens sind zwei Nächte, die ich nicht vernünftig penne. So am Stick. Und dann schlafe ich wieder eine Nacht wie so ein Toten. Das erklärt es doch schon wieder. Das ist alles Mist. So, ich kann nur jedem empfehlen, der jung ist und gesund, achtet auf eure Gesundheit. Wenn die im Arsch ist, das hilft euch keiner. Und der Staat lässt euch auch im Stich. Wenn ihr Hilfe braucht, das ist so. Ich bin mit 55 aus dem Arbeitsleben ausgeschieden, muss man ja sagen. Das war ein irrer Kampf, damit ich dann endlich mal meine Rente gekriegt habe. Obwohl ich die Grundjahre voll hatte. 40 Jahre eingezahlt. Ich bin mit 15 schon in der Lehre gekommen. Und habe seitdem immer durchgearbeitet. Oh ne, stimmt. Ein halbes oder dreiviertel Jahr war ich zu Hause. Da war ich wirklich arbeitslos. Doch, stimmt. Da war gerade unsere Tochter geboren. Ja. Ja, stimmt. Ein halbes oder dreiviertel Jahr. Da war einfach nichts zu kriegen. Manchmal ist das so. Obwohl ich ja sagen muss, zu der Zeit war es doch viel einfacher, einen Job zu kriegen wie heute. Das muss man ja auch ganz klar sehen, wenn ich jetzt sehe, was heute angeboten wird.
Also eigentlich bist du in den 70er, 80er Jahren irgendwo hingefahren, hast gefragt, habt ihr einen Job für mich, kann ich anfangen? Jo, wann kannst du loslegen? So ungefähr. Die Zeiten sind ja schon lange vorbei. So, jetzt kommt er hier im Käfig. Steigen wir jetzt hier rein. Na, nicht weit genug. Nee, ne? Na. So. Den hier. Geht wieder nicht. Okay. So. Handbremse lösen. Aufhören zu dösen. Ist hier der Dings unten oder nicht? Alles klar. Ich dachte, das Frontgewicht wäre unter, aber oben auf der Grafik, ne? Das sieht ja so aus, als wenn es unten wäre. So, meinen geliebten Flug habe ich auch wieder. Das ist sehr schön. Oha! Knapp verfehlt das Ziel. So. So wird's besser klappen. Mal eben zumachen, damit wir vorne durchs Tor kommen. Jetzt können wir wieder aufklappen. Alles geht kaputt. Ja, das ist eigentlich ein Tiefenlockerer. Aber als Flug gibt es eine 6 und 9 Meter Ausführung. Die finde ich persönlich sehr, sehr gut. Weil du hast nicht so ein langes Geschleuder, was hinter dir her schnürst. Lässt sich gut mit arbeiten, finde ich. Ja, dann geht das natürlich wieder los. Das ist ja nicht. Nee, ist es nicht. Das ist nicht real. Und das ist mir sowas von egal, ob das jetzt real ist oder nicht. Ich finde es gut. Ja, ich muss immer wieder mal rausgucken. Ganz doofe Angewohnheit von mir. Ist ja nicht, dass ich neugierig wäre, aber ich will doch schon mitkriegen, was da draußen so abgeht. War jetzt schon einige Zeit her. Dann gucke ich auch so raus, da liegt eine ältere Dame auf der Straße. Eine Männer. Auch älter, stand an der Seite auf dem Bürgersteig und wusste sich irgendwie nicht zu helfen. Da bin ich raus, da hatten die beiden ein E-Bike und das war wohl recht neu. Ja, sie hat sich wohl mit der Geschwindigkeit vertan, was weiß ich, auf jeden Fall ist irgendwie ins Hampeln gekommen und dann mit dem Vorderrad gegen die Bordsteinkante und hat es sich auf den Backe gelegt. Ne? Ist dann gestürzt. Ja, ich habe mir dann aufgeholfen und so am Fahrrad war eigentlich auch nichts dran. Das war alles in Ordnung. Und
Ja, Gott sei Dank hatte sie sich auch nichts getan. Hat zwar eine kleine Hautabschürfung gehabt am Abend, aber sonst war alles gut. Hat noch Helm offen, also muss man ja dazu sagen. Hat dann gefragt, ob sie den Notarzt bzw. Rettungswagen rufen soll, dass sie noch nachgucken. Nee, wollen wir nicht. Aber ne, so kommt das. Ne? Man weiß ja nicht, ich wohne jetzt hier in der Seitenstraße. Die ist ja jetzt nicht stark befahren, aber ab und zu kommen ja schon mal Fahrzeuge, Fahrräder, Autos. Also die hätte da bestimmt nicht lange gelegen alleine. Aber du, ich habe es halt gesehen und da geht man halt raus. Ne? Genauso vor ein paar Wochen gucke ich so morgens aus dem Fenster. Ich denke gar nicht da hier auf der Straße. Einer Taschentuch verloren oder irgendwie was. Dann gucke ich nochmal genauer hin. Nö. Da lagen da mal eben so 10 Euro auf der Straße. Ne? Bin ich auch raus. Ja, bin natürlich mitgenommen, das ist doch klar. Aber das sind Ausnahmen. Genau, da habe ich auch schon mal die Zigarettenschachtel, die lag da rum, weggeschmissen. Aber dann oben, hast ja die Zigarettenschachtel, ist ja so ein Plastik da rum, so eine Folie. Ja, und dann zwischen der Schachtel selber und der Folie hatte er auch einen Geldschein. Ich weiß nicht, ob es 5 Euro waren oder 10, keine Ahnung. Auf jeden Fall war auch ein Geldscheinchen zwischen. Ja, dann haben wir auch natürlich mal gesagt. Da bin ich ja Schwein, das mache ich, dann nehme ich mit, dann behalte ich auch. Was wir mal gehabt haben, da waren wir auf dem Friedhof, meine Frau und ich. Das war schon zig Jahre her. Und ja, und das Grab meiner Oma eben auch ein bisschen sauber gemacht und geguckt und haben gesehen, dass da eine Hecke eine Handtasche war. Sein, ne? Dass da jemand hat Grab pflegt oder die Tasche jetzt mal da reingesteckt. Und was ich Wasser, weiß ja gleich was. Aber in der Zeit, wo wir da am Grab waren, kam niemand. Dann sind wir noch zum Grab meiner Eltern gegangen, da war ein bisschen weiter weg. Und wenn wir da auffällig waren, ja, da war bestimmt eine Dreiviertelstunde so was durch. Ich habe gesagt, komm, wir gehen noch mal gucken. War richtig und die Tasche. War da noch. Jo, dann haben wir die aufgemacht. Personalausweis. 400 Euro drin. Euro da, ich glaube es waren Euro. War schon Euro. 400 Euro drin und ach, alle möglichen Kram, Schlüssel und was der Geier was. Jo, dann haben wir uns gedacht, na, das ist ja wohl nicht richtig. Ne? Dann haben wir uns Portemonnaie aufgemacht, da war unter anderem auch Personalausweis drin und so weiter. Und Führerschein und so. Dann haben wir uns aufgemacht und sind zu der Adresse gefahren. Und haben die Tasche dahin gebracht. Die Frau war noch nicht zu Hause. Und der Mann und der Sohn, die waren draußen neu am Gehwegplatten da hier verlegen, zu Hausbilden. Abgeben. Oh, sagt er, das ist aber geil. Weil sie meckert wohl immer mit ihm oder auch mit dem Jungen, wenn die mal was verlegen oder so. Dann sagt sie, die lasse ich aber erstmal zappeln. Also das Geld hatte sie wohl abgeholt vom Konto, um einzukaufen. Die wird dann ja irgendwann am Laden gestanden haben und will Bezahlung geht nicht. Sagt er, die lasse ich erstmal zappeln. Die wiederkommt. Die muss aber erstmal leiden. Ja, da gab uns so einen kleinen Finderlohn. Nicht der Rede wert, aber ist aber ja. Und war aber heilfroh, dass wir das gebracht haben. Da hätte sich das mal einstecken können. Die anderen Sachen müsste verschwinden. Aber macht man nicht. Meine 400 Euro waren zu der Zeit auch für uns viel Geld. Für eine junge Familie und überhaupt für eine Familie ist das viel Geld, die ihr Geld mit Arbeiten verdienen müssen, das ist einfach so. Aber nee, das haben wir dann schön weggebracht, wie sich das gehört.
Eishunde-Geschichte, ich werde das nicht vergessen. Dieses Strahlen im Gesicht von dem Mann und von dem Jungen, dass die Mutti mal was vergessen hat. Und dann auch noch so was Wichtiges. War schon witzig. So, das nächste Problem. Wo werde ich jetzt ihn platzieren? Davor ist blöd. Wir machen das mal einfach so. Sieht nicht schön aus, ist aber so. So, halt, stopp. Oh Gott, jetzt geht das wieder los. Überlegen, wo habe ich denn die Drille wieder hingestellt? Kann man nur so vergesslich sein, ne? Ach, ich weiß. Aber, wie gesagt, ich habe nur einen Dachschaden. Da weiß ich die Maus kein Fahren. Ach, guck, hier könnte ich doch, aber den kriege ich doch nicht so. Und das ist so aufgeklappt auf jeden Fall nicht. Dann müsste ich das zugeklappt hier drunter stellen. Dann ging das. Holla hi, holla ho. Sonne. So, ja, ich glaube, da vorne. TÜV muss gut. Ja, die Maschine ist dafür eigentlich nicht gedacht, aber die kann das. Das macht die schon. Das ist nämlich eine schlaue Maschine. Das sieht auch nicht aus wie ein Kartoffelfeld in dem Sinne. Aber es funktioniert. Ich muss die Maschine absenken, sonst funzt das nicht. So geht das besser. Gut, dann werde ich das hier mal weiter eindrillen. Von euch verabschiede ich mich wieder. Wünsche euch einen angenehmen Freitag, kommt gut ins Wochenende und dann sage ich Winke, bis zum nächsten Mal.